In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Orbitalmodell. Und das Orbitalmodell ist eines von vielen Atommodellen der Chemie und basiert auf den Erkenntnissen von Rutherford und Bohr. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben kluge Köpfe wie Albert Einstein, Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger wichtige Erkenntnisse im Bereich der Quantenmechanik errungen. Die Quantenmechanik ist ein Teilgebiet der Physik. Wichtig, in diesem Video werde ich nicht auf komplexe mathematische Hintergründe zum Orbitalmodell eingehen und ich verwende hier teilweise auch ein vereinfachtes Konzept, ein vereinfachtes Modell für den Schulunterricht und dieses findet man in der Literatur oft unter Kugelwolkenmodell. Im Orbitalmodell stellt man sich den Aufenthaltsbereich aller Elektronen als Kugeln vor. Man weiß nicht genau, wo sich die Elektronen in dieser Kugel befinden. Klingt komisch, liegt aber an der Heisenbergschen Unschärferelation und diese besagt, dass bestimmte Messgrößen eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmt werden können. Stellt euch das so vor, ihr habt die Augen zu, in einem dunklen Raum zum Beispiel noch, und dort brennt ein Licht und wir haben eine Mücke in diesem Raum. Die Mücke wird von dem Licht angezogen, das heißt die Mücke fliegt näher an das Licht ran, allerdings ist dieses auch heiß und durch die Hitze wird auch die Mücke wieder auf Abstand gehalten. Das heißt diese Mücke, die schwirrt um das Licht rundherum, allerdings da ihr nichts seht, wisst ihr nicht so genau wo sie ist, nur in etwa. Und so etwa kann man sich das auch für die Heisenbergsche Unschärferelation vorstellen. Ganz wichtig, die Anzahl der Kugeln hängt von der Größe der jeweiligen Schale ab. Auf der ersten Schale ist Platz für eine Kugel, auf der zweiten Schale ist Platz für vier Kugeln. Das heißt, nach außen hin gibt es mehr Platz und jede einzelne Kugel hat maximal Platz für zwei Elektronen. Das klingt jetzt alles kompliziert, das sehen wir uns gleich noch anhand von Beispielen an. Auch wichtig, jedes Elektron hat einen Drall, auch Spin genannt. Innerhalb einer Kugelwolke haben die Elektronen entgegengesetzten Spin. Sie bewegen sich also in entgegengesetzter Richtung. Dies ist auch der Grund dafür, warum nur zwei Elektronen pro Kugel Platz haben. So, kommen wir zu den Beispielen. Also Wasserstoff hat ein Proton im Kern und ein Elektron in der Hülle. Und beim Helium sind es zwei Protonen im Kern und zwei in der Hülle. Soweit eigentlich noch nicht sonderlich schwierig. Interessant wird es aber nun, wenn die innerste Schale vollständig gefüllt ist. Das war jetzt schon bei zwei Elektronen hier der Fall, also beim Helium. Denn ab jetzt wird die zweite Schale besetzt. Das heißt hier mal das Periodensystem. Das heißt wir hatten H und He hatten wir eben. Und Li, also Lithium, damit geht es weiter, und zwar mit der zweiten Schale. Ein wichtiger Hinweis, die Anzahl der Elektronen und Protonen sind bei den Elementen gleich. So, Lithium war das nächste, und wir werden nun die nächste Schale besetzen. Das heißt, wir haben hier eine Kugel mit einem weiteren Elektron. Das heißt, wir hatten zwei in der ersten Schale und in der zweiten Schale wird die erste Kugel mit einem ersten Elektron nun besetzt. Beim Beryllium kommt eine zweite Kugel dazu, ebenfalls mit einem Elektron. Bohr ist dann das nächste Element. Jetzt haben wir schon drei Kugeln mit jeweils einem Elektron. Und beim Kohlenstoffatom kommt dann noch ein weiteres hinzu. Das heißt, wir haben jetzt in der zweiten Schale vier Kugeln mit jeweils einem Elektron. Stickstoff ist dann das nächste Element und die vier Kugeln, die wir hatten, hatten jeweils ein Elektron und ab jetzt kommt jeweils ein weiteres Elektron pro Kugel hinzu. Das heißt, bei Stickstoff gibt es dann die erste Kugel in der zweiten Schale mit zwei Elektronen. Sauerstoff ist das nächste Element, das sind dann schon zwei Kugeln mit zwei Elektronen
Und dann gibt es noch Fluor und Neon. Und beim Neon sind jetzt 8 Elektronen in der zweiten Schale. Das heißt, alle 4 Kugeln haben jeweils 2 Elektronen. Ein Elektron kann aufgrund von sogenannten Quantenzahlen beschrieben werden. Mit Quantenzahlen lässt sich also der Zustand beschreiben. Für das Orbitalmodell werden 4 Quantenzahlen ausgegeben, die wir nun uns noch ansehen. Wir unterscheiden zwischen Hauptquantenzahl n, Nebenquantenzahl l, der Magnetquantenzahl m und dem Spin s. So, die Hauptquantenzahl n gibt an, auf welcher Schale sich ein Elektron wahrscheinlich befindet. N ist eine natürliche Zahl, 1, 2, 3 und so weiter. Dabei gilt die Heisenbergsche Unschärferelation, welche wir bei der vorne bereits besprochen haben. Und je größer die Zahl n ist, desto weiter ist das Elektron vom Atomkern entfernt. Die Nebenquantenzahl L, wobei L eine ganze Zahl von 0, 1, 2 bis n-1 ist, kennzeichnet die Form eines Orbitals und ist auch ein Maß für den Drehimpuls des Elektrons. Die Magnetquantenzahl m beschreibt die räumliche Ausrichtung, die das Orbital bezüglich eines äußeren Magnetfeldes einnimmt. Die resultierenden Orbitale sind energetisch gleich, nur wenn von außen ein Magnetfeld angelegt wird, ist eine Unterscheidung möglich. Über die Spin-Quantenzahl haben wir eben auch schon gesprochen. Die kann plus 1/2 oder minus 1/2 sein. Und zur Erinnerung, es können pro Orbital maximal 2 Elektronen Platz finden, die entgegengesetzten Spin aufweisen müssen.